Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Ja, es ist wieder Zeit für eine Map-Vorstellung und diesmal hier geht's ins schöne Mittelfranken nach Brombach. Ja, ein kleiner realer Ort. Und ja, was das hier gibt, das schauen wir uns mal gemeinsam an. So. Und da geht's auch hier schon los. Und ich glaube hier, dieses Farmpack, das kennt ihr mittlerweile genau, das ist von Bernie. Das braucht ihr bitte dafür. Also ladet euch das einmal vorher runter. Bekommt ihr ganz einfach im Mod-Hub, genauso wie diese Karte hier auch. Ja, also die Karte ist für PC, Mac und natürlich auch für Konsolenspieler geeignet. Das ist doch schon mal wieder sehr schön. Also mittlerweile denke ich, kriegen wir hier richtig viele schöne Maps auch für die Konsolenspieler. Das finde ich sehr nice. Ja, kurzer kleiner Infocheck. Wir haben einen Hof, Tierstelle mit Tieren, BGR. 8 Produktionen, 5 Verkaufsstationen, 22 Felder. 38 kaufbare Flächen, Sägewerk, große Waldflächen, ein Shop. Und ja, die Felder können im Landschaftstool gemalt werden, steht hier noch. Und es sind alle Standardfunktionen verbaut. Das klingt doch schon mal schön. Und hier klingt es auch nach Mu. Da haben wir ordentlich viele Kühe. Da kann die Milch ja kommen. Ja, und hier kommen wir gleich zu den nächsten Sachen. Ich sehe hier Fahrzeuge. Auf geht's, wir machen den Fahrzeugcheck. Und was haben wir denn da Schönes? Hier haben wir einen kleinen Fendt. Hier haben wir noch einen Valtra und einen Massey Ferguson am Start. Den Mähdrescher hier, den kennen wir natürlich mit Schneidwerk. Und einen, ja, Standardanhänger, den kennen wir auch, glaube ich. Hier den Grubber. Und die Sämaschine sollten euch bekannt vorkommen. Jo, und den Anhänger, gut, da brauche ich nichts zu erzählen. Dann gucken wir uns gleich mal das Landschaftstool an. Denn da soll ja auch was möglich sein. Da gucken wir doch mal rein hier. So, dann können wir bunt malen. Bodentexturen, was haben wir denn da? So, Matsch, Asphalt. Dreck, Waldboden. Okay, also da haben wir nicht allzu viel. Hier bei den Bäumen. Ja, da haben wir auch eine gute Auswahl. Und bei den Pflanzen. Ah, da haben wir das. Gegrubbert-Textur und Geflüht-Textur. Sehr nice. Habe ich jetzt auch noch nicht wirklich gesehen. Sehr schön. So, dann kommen wir hier zu den Dekorationen. Zäune, Lampen, sonstiges ist alles dabei. Bei den Tieren, jo, da können wir dementsprechend dann die von Bernie und so weiter auch mit verwenden. Produktionstechnisch haben wir einmal alles Standardmäßige da. Das sieht gut aus. So, und genau hier gebäudetechnisch. Ja, könnt ihr euren Hof noch umbauen, umgestalten, abreißen, was auch immer ihr machen wollt. Oder ihr nehmt es so, wie es aufgebaut ist. Von daher sehr schöne Geschichte. Also ich muss sagen, ich finde ja dieses Farmpack echt nice. Und von daher, ja, gucken wir uns hier mal kurz ein wenig auf dem Hof um. Wie gesagt, die Sachen solltet ihr mittlerweile kennen. So, KI-Verkehr ist da vorne auch am Start. Hoppala, da steht ja sogar was drin. Sehr schön. Ja, wir machen mal kurz den Abflug. Ihr kennt das ganze Prozedere. Anschnallen und los geht's. Damit wir hier mal so einen kleinen Überblick haben. So, da haben wir noch einen kleinen See zum Angeln oder was auch immer.
So sieht das Ganze hier aus. Ja, und bevor wir jetzt hier lange Rätsel raten, würde ich sagen, wir öffnen einmal die Karte. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir einmal den Hofbereich und natürlich mit den Tieren. Dann haben wir hier oben die BGA, den Fahrzeughändler, Supermarkt, Verkaufsstelle, Sägewerk, Hackschnitzelverkauf, Tankstelle, so Pizzeria, Verkaufsstelle, Bäckerei, Getreidespeicher, Bauernmarkt, Gesteinsbrecher. Okay, das sind alles Sachen, die kennt man. Molkerei. Also auch hier die Produktion komplett einmal standardmäßig vertreten. Wie sieht es denn hier aus preislich? Ah ja, der Hofbereich gehört uns plus hier das kleine Feld als neuer Farmer wie immer unterwegs. Und die BGA, die gehört euch auch schon mal zu Anfang. Also könnt ihr da richtig loslegen und auch da Geld machen. Ja, dann gehen wir hier gleich mal durchs Menü. Wenn wir hier schon sind, da haben wir einmal Standardfrüchte. Hier bei den Gütern haben wir auch einmal komplett Standard. Die Tiere habt ihr schon gesehen, haben wir ein paar schon auf Lager. Auf Lager hört sich gerade auch blöd an. Haben wir schon im Stall. So, Feldmission haben wir auch verbaut. BGA könnt ihr schon nutzen, habt ihr gerade schon gesehen. Also, so viel zu diesen Themen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen nochmal kurz den kleinen Rundumflug hier. Gehen einmal hoch zur BGA. Hier unten haben wir den Händler, wie gesagt. Sägewerk. Ja. Gut, BGA ist so sehr schlicht gehalten. Eine Waage haben wir leider auch nicht. Okay, aber die kann man zur Not noch nachrüsten. Okay, also das ist ein relativ klein, kompaktes Sägewerk ohne Gebäude. Auch nicht schlecht. So, was kann man hier Schönes machen? Haben wir einen kleinen Hügel Offroad-mäßig oder wofür ist das gedacht? Ja gut, dann haben wir hier auf jeden Fall. Aha, ist gekennzeichnet, das finde ich auch immer gut. Da kann man noch ein paar Bäume umnieten, auch nicht schlecht. Ja, hier haben wir überall auch noch Bäume stehen, die könnt ihr alle abholzen. Hier hinten haben wir noch ein kleines Feld versteckt. Ja, und hier haben wir dann den ganzen Produktionsbereich ist sogar noch ein bisschen Platz, da könnt ihr noch selber was hinstellen. Da wurde auf jeden Fall mal mitgedacht. Ja, wie gesagt, hier haben wir den Verkehr, der fährt hier runter, rauf und runter. Ja, das reimt sich sogar. So, hier haben wir dann den Tierhändler. Hier hinten noch den Bauernmarkt. So, Verkaufsstelle. Hier haben wir den Gesteinsbrecher. Jo, Wald ist auch genügend da, hätte ich gesagt. Also auf jeden Fall hier eine sehr schöne kleine Karte für kleinere und mittelgroße Maschinen, würde ich behaupten. Gut, das Einzige, was man vielleicht bemängeln könnte, hier und da könnte man vielleicht noch ein klein wenig hier Deko mit dazu nehmen, weil manche Bereiche, wie man hier sieht, sind relativ clean gehalten. Vielleicht ist es aber auch so bewusst gemacht, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber sonst hier, ja, sehr schön. Zug gibt's hier leider keinen. Aber wenn das Ganze hier nach einem realen Vorbild ist, dann ist in der Realität auch kein Zug vorhanden, nehme ich mal an. Hab jetzt leider noch nicht gegoogelt, aber ihr könnt ja mal gerne bei Google Maps den Ort hier eingeben
und dann mal vergleichen, ob das ungefähr so hier hinkommt. Ja, ich bin hier auch schon wieder fast durch. Die Felder hier, man sieht, sehr helferfreundlich. Und ja, preistechnisch haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht geguckt. Das können wir noch mal kurz machen. Ja, preistechnisch sind wir hier definitiv im grünen Bereich. Auch hier der Wald, die einzelnen Parzellen. Das ist doch, glaube ich, ganz angenehm von den Preisen. Ja, und angenehm wird hoffentlich jetzt auch die Lok sein. Da gehen wir mal einmal kurz durch. Da die Karte ja, wie gesagt, im Mod-Hub erschienen ist, dürfte da normalerweise ja nichts zu finden sein. Von daher können wir hier mal beruhigt durchscrollen. Und ja, also, so wie ich das jetzt hier beurteilen kann, auf den ersten Blick ist die Lok fehlerfrei. Ich bin mal gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Karte hier schon ausprobiert habt. Die Karte ist ja schon ein bisschen länger hier draußen. Ich bin ja mit meinen Vorstellungen leider ein bisschen im Rückstand zeitlich. Aber beruflich momentan bin ich leider sehr eingespannt. Von daher verzeiht es mir gerne. So, hier noch eine kleine Einstellung vom Hof. Und ja, mit diesen Bildern möchte ich mich auch gerne wieder verabschieden von euch für heute, für diese Vorstellung. Aktiviert doch gerne das Glöckchen, dann verpasst ihr auch keine weitere Vorstellung hier auf unserem Kanal. Und lasst auch gerne ein Däumchen und oder ein Abo da. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao, ciao.